In der Auszeit hat der Brandenburger Trainer nochmal darauf hingewiesen, dass man die einfachen Tore von Schwerin, wie sie eben gefallen sind im Konter, doch unterbinden will und das auch tun sollte, gerade wo das Tor fällt, dann die schnelle Mitte von Schwerin, dann direkt zum Tor und jetzt erneut das Tor. Jeske, Ines Marie, 10 zu 11. Schön Positionsspiel ausgespielt, aus und raus, Laura Lucius, jetzt zweiter Treffer, 10 zu 12. Schlechter Pass und in Ruhe jetzt neu aufbauen. Und wieder ersetzt Jeske dadurch. Gibt noch die gelbe Karte gegen Bayer. Und damit ist Halbzeit. Grün-Weiß-Schwerin gegen Fortuna Brandenburg 11 zu 12. Zweite Halbzeit. Grün-Weiß-Schwerin gegen Fortuna Neubrandenburg, Spitzenspiel der B-Jugend Oberliga. Rübs Freiburg hat sie Glück, dass sie nicht noch eine Karte abholt. Jetzt nochmal ruhig aufgebaut auf der Brandenburger Seite. Und von außen in den Versuch an den Pfosten. Und die Chance für Grün-Weiß-Schwerin hier zum Ausgleich zu kommen. Ja, da wollte sie durch eine Lücke durch, die eigentlich nicht mehr da war. Und das Tor, der Ausgleich, Maike Schult mit dem 12 zu 12. Bayer mit dem unvorbereiteten Wurf und dann auch aus dem Stand. Kriegsmann im Konter und der Treffer für Grün-Weiß-Schwerin. Und der Jubel ist groß und es ist die Führung für Grün-Weiß-Schwerin. 13 zu 12. Oder vergisst ihr den Ball? Technischer Fehler. Dann Brandenburg kommt etwas schlafmützig hier aus der Halbzeit. Nicht so, Grün-Weiß-Schwerin. Für die gibt es jetzt einen 7 Meter. Der sechste bereits in diesem Spiel.
Jennifer Kriegsmann. Verwandelt erneut. Sicher ihr 7. Treffer in diesem Spiel, der 5. per 7 Meter. 2 Tore Führung für Grün-Weiß Schwerin. 14:12. Kriegsmann mit der Hand dran. Einwurf für Neubrandenburg. Und für das Kreisanspiel und vor allen Dingen schön durchgesetzt. Am Kreis von Anne Breuer. Maike Schulz setzt sich da durch, wirft aber dann den Ball vorbei. Und Weyer wird geblockt. Konieske und Kriegsmann zum Konter angelaufen. Tor! 15:13. Das Tor von Jennifer Kriegsmann. Aber es war insbesondere der Block von Jeske, der dieses Tor hier einleitete. Und wieder hat Kriegsmann eine Hand dran. Und Güdokeit holt sich den Ball. Schwerin ist jetzt in dieser Phase viel, viel wacher als noch in der Halbzeit 1. Und schneiden hier Neubrandenburg, kaufen hier Neubrandenburg den Schneid ab. Für Neubrandenburg gilt es jetzt, sich ganz, ganz schnell zu fangen. Grün-Weiß Schwerin hier nicht wegziehen zu lassen, um die Früchte aus der ersten Halbzeit vielleicht doch noch mitnehmen zu können. Maike Schulz, da ist die Riesenlücke. Aber der muss natürlich darauf Tor, dieser Ball. Spielzug angesagt. Oh, da haben sie schön die Lücke gerissen. Anne Weyer, das Publikum auf der Brandenburger Seite fordert 7 Meter. Es gibt Einwurf von der Ecke. Und 7 Meter Entscheidung für Fortuna Neubrandenburg. Und dafür wieder der Torwartwechsel. Wiebke Dädchen gegen Anne Weyer. Und wieder hat sie ihn, den hat sie klasse gehalten. Da sie ganz schnell unten und es hier ist Ballbesitz für Grünwald Schwerin und das wird gefeiert wie ein Tor.
Riesenfreude bei Grün-Weiße Schwerin. Und das ist verständlich hier im Spitzenspiel. Und wieder das richtige Händchen vom Trainer, die Torhüterin rausgenommen, seine gute Torhüterin rausgenommen für diesen 7 Meter, Maike Schuld und das Tor. 16 zu 13 für Grün-Weiß Schwerin. Und Weyer mit dem schnellen Abschluss. Güdo Kalt mit einer Hand dran, Ball besetzt Grün-Weiß Schwerin. Jeske, schön im 1 gegen 1 durchgesetzt, 17 zu 13. Und nach meinem Dafürhalten ist es überfällig mit der Auszeit auf der Brandenburger Seite. Jetzt aber Clem, schön durchgesetzt und Treffer für Neubrandenburg. Und da hat sich die Spielerin von Grün-Weiß aber wehgetan. Zeit ist angehalten. Und da steht sie wieder, die Elisa Marie Menkel läuft wieder, es kann weitergehen. 17 zu 14 für Grün-Weiß Schwerin. Schritte gepfiffen, da hat sie Glück, dass sie da den Freiwurf noch bekommt. Maike Schuld will sich da durchsetzen, aber es gibt den technischen Fehler. Sogenanntes Doppeldribbling. Und da die Abwehr von Grün-Weiß wieder sehr gut gestanden. Stemmer mit dem Konter. Macht sie einen Slalomlauf und den Treffer. Ja, lieber Handballnachwuchs, jetzt haben wir ganz genau gesehen, jetzt habt ihr ganz genau gesehen, warum man Slalom läuft, warum man das übt im Training, warum man das immer wieder macht, um diese Sicherheit zu haben, wie eben Slalomlauf, Abschluss, Tor für Grün-Weiß-Schwerin, 18 zu 14. Und da hat sie die Hand dran, Jennifer Kriegsmann, und jetzt gibt es 7 Meter. Und 2 Minuten. Wiebke detieren jetzt wieder beim im 7 Meter Tor für Grün-Weiß Schwerin und tritt an gegen Marie Klemm. Und diesmal bleibt man erfolgreich auf der Schützenseite von Fortuna Neubrandenburg.